Servus liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Game Developing Tycoon. Ja, ich sag das jetzt schon so großartig, weil wir sind hier in ein neues Büro umgezogen und ich bin schon so richtig gespannt. Wir haben auch hier ein paar neue Themen freigeschaltet. Wir machen jetzt mal ein Sportspiel und nehmen das als Genre für, haben wir das als Simulation oder als Action? Nochmal Simulation. Plattform, die M360 und die neue Engine. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir eventuell bei Gelegenheit mal wieder eine neue Engine kreieren können. Das wird auch mal wichtig. So, Gameplay wird natürlich da ganz, ganz wichtig sein. Die Story, naja, nicht ganz so. Von daher werden wir uns da mal ein bisschen verlagern. Und Hype-Faktor, yo, sieht gut aus, geht richtig gut. So, der Markt hat sich normalisiert, keine Trends. Dann setzen wir jetzt einfach einen neuen Trend. Ja. Geht immer am einfachsten. So, und hier gucken wir mal. Level Design, künstliche Intelligenz. Ja, Dialoge können ein bisschen runter. Das setzen wir dafür noch ein bisschen hoch. Ich denke, das ist gut. Und der Hype-Faktor steigt ins Unermessliche. Das ist Wahnsinn. So, und das M-Pad von Micronoft wurde gegründet, beziehungsweise rausgebracht. Das heißt, da werden wir natürlich dann auch mal ein Spiel drauf programmieren, sozusagen. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Der Marco ist natürlich die Grafik, müssen wir ganz, ganz hochschrauben. Aber Grafik müssten wir jemand anderen für nehmen, weil das wird einfach zu viel für den Freund. So, dann programmieren wir das Ganze mal so. Hasir, der macht natürlich jetzt ziemlich viel. Ich würde sagen, dann legen wir den hier drauf. Der ist natürlich etwas überfordert. So, und ich auch. Das müssen wir noch ein bisschen korrigieren. So, und ich noch eins runter. Ah, komm. Jawohl, 100%. So passt das. Und jetzt bin ich mal gespannt. Viele davon nicht mit dem gleichzusetzen ist. Wir werden sehen, was die Zukunft für die Plattform bereithält. Ja, also anscheinend ist da Micronoft nicht ganz so an das Grrr-Pad rangekommen. Ich finde die Bezeichnung einfach geil. Von Greppel. Wenn ich Greppel höre, kriege ich schon wieder Hunger. So, erstmal noch ein paar Bugs rausknallen. Weil so viele Bugs, das können wir keinem einzelnen Spieler hier zumuten. Ich mag das selbst nicht, wenn da noch ein Haufen Bugs drin sind. So, und wir dürften wieder, jawohl, einen neuen Rekord im Bereich Technologie haben. Das ist gut. So, und die Levels gehen auch entsprechend wieder gut nach oben. Ah, der Marco hat ein Level abgekriegt. Das heißt, er kriegt gleich wieder 10.000 mehr. Oh Mann, für 73.000 im Monat würde ich aber auch ganz gerne hier Spiele programmieren. So, und die neue Woo ist da. Woo. Ja, das wäre doch was für... Oh, ich habe das nicht Spiel 44 benannt. Das ist natürlich nicht gut. Nette Erfahrung, okay. Aber trotzdem ist die Bewertung nicht ganz so schlecht. Ich hätte vielleicht noch einen guten Titel angeben müssen. Hervorragendes Spiel. Ja, das ist doch klasse. Und nochmal, kann die Fortsetzung kaum erwarten. Ah, da bin ich mal gespannt. Aber die bringen wir natürlich nicht zu schnell raus. So. Okay, aber wir können natürlich dann auch bei Gelegenheit mal eine Fortsetzung wieder machen. So, und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir hier ein bisschen Geld reinkriegen. Allerdings, der muss in Urlaub, der muss in Urlaub. Wir brauchen bald neue Mitarbeiter, weil die Jungs mit dem Urlaub sind ziemlich ausgelastet hier, die Freunde. So, was machen wir denn? Fortschrittlich stereokopisches 3D könnten wir entwickeln. Wir machen aber erstmal die Zwischensequenzen und suchen, denke ich mal, nach einem neuen Mitarbeiter. Was für ein Budget können wir machen? 2 Millionen? Wollen wir es? Komm, wir riskieren das einfach mal. Machen mal ein Demospiel. Dann soll er mal hier einen richtig guten Kollegen hier ransuchen. Okay, die Absatzzahlen noch nicht ganz so der Renner. Okay, doch Goldstatus. Okay, das klang eben am Anfang nicht so besonders. Aber ist ja schön, dass wir hier anständig neue Freunde finden können. So, wir trainieren uns natürlich dann wieder. Brauchen ja hier, guck mal hier, was wir hier brauchen. Design Spezialist 700 Design. Das heißt, wir müssen Game Design Kurs. Oh, es gibt neue Kurse, die wir hier anstellen können. So, jetzt gucken wir mal hier. Design, Forschung. Jetzt gucken wir mal. Forschung 310. Das ist natürlich richtig gut. 483, 310. Dann nehmen wir auch den vordersten. Der ist richtig gut hier. Den stellen wir ein, den Freund. Und der kriegt natürlich erstmal eine Einarbeitung.
dass der erstmal weiß, wie es hier abgeht. So, wir schauen mal, wie jetzt die Zahlen hochgehen. Die Besuchermesse der G3. 160, 300, 500, 600, ja, steigt langsam hoch. Aber ich glaube, damit sind wir trotzdem noch nicht in den Top 100. Nein, aber wir haben uns gut gehalten. So, der ist ein Urlaub, den muss ich auch nochmal in Urlaub schicken, dummerweise. Und der ist jetzt soweit eingearbeitet. So, das heißt, den trainieren wir jetzt auch gleich nochmal eine Runde. Ach, können wir nicht, wir haben keine Forschungspunkte mehr. Schade. Schade, schade, schade. So, wenn die jetzt aus dem Urlaub da sind, dann können wir ja mal probieren, einen großen Auftrag an Land zu ziehen. Quellcode für eine Spielengine. Ja klar, komm, das könnt ihr haben. Wir haben genug Kohle. Und schaut mal hier, 14,5 Millionen. Also das hat sich erstmal definitiv gelohnt. So, und die Engine wurde positiv aufgenommen. 3800, naja, das ist Pillepalle. Aber 4400 Fans dazu, das ist doch schon mal eine ganz gute Einstiegsleistung. So, eine Fortsetzung könnten... Ah, Engine wollten wir gucken. Wir wollten gucken, ob wir eine neue Engine machen, genau. Nämlich hier alles mal wieder rein, was wir so gelernt haben. Weil ich glaube, mit der neuen Engine können wir richtig Gas geben. 970.000 kostet die Spielengine 10. Auch einen Haufen Technologie, aber wir haben ja jetzt eine ganze Menge fähiger Köpfe da. Das ist schon mal richtig gut. Vor allem mit dem Tony Rodriguez haben wir einen sehr, sehr guten Mitarbeiter hier gekriegt. So, das Spiel wurde vom Markt genommen, hat aber wahnsinnige 10 Millionen Umsatz gebracht. So, die Nu wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Da wollten wir jetzt auch gleich mal gucken, ob wir in der Richtung eventuell ein neues Spiel organisieren können. So, Engine 10 ist fertig. Sehr schön. Dann würde ich sagen, oder wollen wir eine Fortsetzung machen? Mal gucken, was haben wir denn so an Fortsetzung? Also das ist natürlich der absolute Renner. Wir gehen mal ganz an den Anfang hier. Gucken, was wir schon an Spielen alles entwickelt haben. Das ist verrückt. 18.300. Dino Town. Wollen wir damit mal eine Fortsetzung versuchen? Ja, komm, wir versuchen damit mal eine Fortsetzung und nennen das mal Dino Town 2. Nicht Own, sondern Town. Achso, das geht hier nicht mit der Tastatur. Schade. Hallo? Achso, das geht nur so. Mal das so rummachen. So, gehen auf alle. Alternative Geschichte, Abenteuer. Lassen wir alles. Plattform. Welche Plattform nehmen wir? Wir können mal die neue Wu probieren. Oder. 11,7. Ja, doch. Probieren wir mal die neue Wu. Dann nehmen wir auch gleich mal hier die neueste Spielengine. Und ich bin mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Ich denke mal, das dürfte jetzt hier sehr interessant werden. Okay, wir können jetzt hier einige neue Sachen dazu packen. Cloud-Spielstände, Mod-Support. Jawohl, das sind so Punkte, die die Leute haben möchten. Engine vielleicht einen Tick runter, Story-Quest natürlich ein bisschen nach oben. So, und dann schauen wir mal. Jetzt geht's los hier. Boah, wenn wir 5 Leute entwickeln, dann geht das hier natürlich richtig ab. Den Boost habe ich schon überlegt. Den heben wir uns, glaube ich, mal für die nächste Arbeit auf. So, das sieht ganz gut aus. Wir machen einfache Körpersprache mit rein. Minispiele setzen wir auch mit drauf. Und die verbesserte künstliche Intelligenz auch. Boah, ich glaube, das gibt ein absolutes Megaspiel. Nu wird nicht mehr unterstützt. Nu denn? So, und ihr seht schon, Design geht so richtig rund. Über 140 Design schon. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ich bin etwas übergelastet. Jetzt könnte natürlich mal der neue Tony Rodriguez einsteigen irgendwo. Warte mal, hier können wir nichts Neues dazu packen, weil wenn ich mich jetzt noch weiter runterschraube, den noch einen runterschraube. Der Marco ist schon überfordert. Das ist natürlich blöd. Dann tauschen wir den mal dahin und nehmen wir vielleicht den Tony Rodriguez in die neue rein. Kann der da mal ein bisschen Gas geben. So, ich denke mal, so können wir das mal lassen. Mal schauen, was da bei rumkommt. Wir haben jetzt mehrere Mitarbeiter. Ja, es gibt schon wieder ein Interview. Geschichte, Abenteuerspiel, Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder Spielweltdesign. Diesmal nehmen wir mal das Spielweltdesign. Boah, das gibt richtig Points. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da richtig liegen.
Andere Fachleute sehen das genauso. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann sind wir da zumindest im Trend. Boah, das gibt ja mega, mega Punkte hier. Unglaublich. So, und die Bugs sind raus. Jetzt hat er wieder einen. Jetzt hat er nur einen rein programmiert, der Hase hier. Das muss doch nicht sein, Freund. So, wir gucken mal die Level an. Oh, Brody hat ein neues Level erreicht. Da kriegt er natürlich auch gleich wieder ein paar tausend mehr, natürlich. So, jetzt geht's los. Training. Game Design Kurs. Okay, das haben wir hier. Programmierkurs. Machst du mal einen Programmierkurs? Jetzt gucke ich mal, was das Dino Town bringt. Oh, gutes Spiel. Sehr schön. Oh, ich liebe es. Ja, das ist doch schön. Als Fortsetzung kommt das gar nicht schlecht. Habe es tagelang gespielt. Nochmal besser. Und noch ein Achter. Tolle Fortsetzung. Jawohl, so muss das laufen. Dann klappt das auch. Wir gucken mal gerade bei der Forschung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wir hier alles machen können. Tja, was machen wir jetzt am besten hier? 80 Forschungspunkte. Aber ich würde am liebsten die Jungs erst noch eine Runde trainieren. 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 Das Training. So. Dann machst du mal einen Forschung- und Entwicklungskurs. So, du, mein Freund, trainierst mal das Produktmanagement. Du, mein Freund, weil wir müssen ja auch die neuen Sachen erstmal alle durchtrainieren sozusagen, damit wir erstmal wissen, auf was es ankommt. So, Technologiespezialist mindestens 700 Technologie, das heißt, ja, Technologie werden wir hier auch mal so nach und nach pushen. Ich werde meine Wenigkeit, würde ich sagen, auf Design erstmal noch ziehen, dass wir hier den Kurs machen. So, und jetzt kann es erstmal losgehen. So, Fortsetzung. Das neue Spiel heißt Dino Town 2 und wird mit einer großen Bewertung am Markt aufgenommen. Kritiker loben, dass Dino Town 2 eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Ja, das bedeutet natürlich, dass wir auch ein klein bisschen Geld wieder reinbekommen. Und ihr seht da schon, wir steigen mit der Kohle richtig nach oben. Über 500.000, klar, da sind wir schon locker drüber. Die Begeisterung rund das Spiel scheint kein Ende zu nehmen. Ja, da habe ich nichts dagegen. Das ist natürlich optimal. Also das ist, glaube ich, echt ein absoluter Bestseller, den wir hier erreicht haben. Und als nächstes sind die Action-Spiele drin. Und große Spiele können wir erforschen. Das ist gut. Das heißt, wir werden dann bei Gelegenheit mal große Spiele erforschen. So, jetzt gucken wir mal gerade nach einer Auftragsarbeit. 106.000, 204.000. Das ist schon mal gut. Ja, das scheint auch das Größte zu sein. Dann nehmen wir das einfach mal mit rein. Dürfte ja für unsere Freunde hier von der Programmierung jetzt kein Problem mehr sein. Ich gehe trotzdem noch mal lieber den Boost rein. Oh, es reicht nicht, reicht nicht. Technologie hat nicht funktioniert. Oh, Backe, da müssen wir dann gucken. Okay, das ist nicht so optimal. So, da haben wir das Griffon. Playsystem 3 in 7er Spiel. Expedition noch nicht erforscht. Okay, da müssen wir natürlich mal schauen. Da sollten wir eventuell mal neues Genre noch erforschen. Expedition. Die müssen wir sowieso dann nach und nach mal alle hochpushen. Dass wir die mal alle haben. Na, das ist ganz wichtig. Werwolf, Krankenhausbau, Superhelden, Villen. Nehmen wir mal Krankenhaus. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir mal ein neues Spiel, nämlich unseren Bausimulator, würde ich jetzt gerne mal machen. Bau. Simulator. So, Bausimulator. Mittleres Spiel. Und als Thema, ja, was nehmen wir als Thema? Ich würde sagen, wir nehmen Bau. So, als Genre natürlich Simulation als Plattform. Was hat den größten Marktanteil? Noch die M-Box? Oder mal die Wu? Nee, für die M-Box ist das besser geeignet. Und wir nehmen unsere neue Super Engine. Und da fehlt doch ein Buchstabe. Das heißt doch Bausimulator, nicht Bausimultor. Gehen auf die 2D-Grafik V2 oder wollen wir die 3D-Grafik probieren? Ne, wir gehen auf die 2D-Grafik. So, Platin, verkaufe ohne Hilfe des Publishers 1 Million Exemplare eines Spiels. Das haben wir eben geschafft. Das ist natürlich Bombastico.
So, 1 Million. Wow. Und das Spiel scheint kein Ende zu nehmen. Wir nehmen natürlich wieder den großen Messestand, weil das dürfte jetzt auch unsere Zahlen ein bisschen nach oben treiben. Jo, und Dino Town verkauft sich immer noch. So, verzweigte, einfache Zwischensequenzen. Nee, fortgeschrittene Zwischensequenzen, genau. Ansonsten haben wir alles Neue drin. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze auch so. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir mit unserem Bausimulator hier erreichen. So, wenn das Spiel um ist, würde ich sagen, machen wir dann noch mal eine Runde Training. So, Dialoge muss beim Bausimulator etwas runter sein. Level Design können wir dafür ein bisschen hochpushen. Haben wir hier noch was Neues? Nö. Dann schieben wir das mal so rein. Oh, Dino Town 2 wird immer noch verkauft. Meine Herren Gesangsverein, das geht aber ab wie... Wow. Das ist ein super Spiel geworden. So, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Oh, die Anzahl steigt. 700.000 Zuschauer, beziehungsweise Besucher auf der Messe, sind aber noch nicht... Oh, Platz 79. Wir sind auf Platz 79. Yay, Freunde. Wir haben es in die Top 100 geschafft. Das ist doch mal ein richtig gutes Ding. So, und die Grafik muss natürlich hier ganz nach oben. Ja, das ist klar, so hoch wie möglich. So, und Dino Town verkauft sich immer noch. Das ist absolut verrückt. Das ist absolut verrückt. Ich glaube, das ist das absolut beste Spiel, was wir bisher hatten. Und Fans kommen auch immer wieder welche dazu. So, erstmal noch ein paar Bugs rausprogrammieren. Um einen Patch zu entwickeln. Wie entwickle ich einen Patch? Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an, benutze das Aktionsmenü. Okay, dann kann ich das natürlich machen. Gut. Oh, es gibt eine neue Konsole. Kick it. Okay, das gucken wir uns dann mal an. Okay. Mal gespannt. So, das heißt, Patch entwickeln, das machen wir auf alle Fälle. Das heißt, Patch, 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 Patch. Jetzt weiß ich auch, wie ein Patch entwickelt wird. Das ist schon mal ganz gut. Oh, Dino Town 2 wurde vom Markt genommen. Aber schaut euch mal an hier. 1,2 Millionen Einheiten, 13 Millionen Umsatz. Patch fertiggestellt. Ja, wunderbar. Dann stellen wir auch das Spiel fertig. Bei beiden jetzt ein neuer Rekord. Ich denke mal von den Leveln her. Ja, ihr seht schon. Es klingelt hier Level-Ups. Das ist absolut genial. So, und natürlich ein neuer Mitarbeiter und, oh Gott, schon wieder neue Sachen. Wir müssen unbedingt trainieren. Aber erstmal müssen wir die Herrschaften hier alle in den Urlaub schicken. Von daher ganz wichtig, dass wir hier immer schauen, dass wir noch mehr Mitarbeiter kriegen. So, wow, eines der besten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, volle 10 Punkte. Mein neuer Favorit. Unglaublich. Wow. Kann die Fortsetzung kaum erwarten. Ich auch. Und da haben wir nochmal einen Neuner. Fast perfekt. Ja, das spricht doch hier schon mal nach einer richtig, richtig guten Geschichte. So, auch in Urlaub. Oh Gott, die müssen alle in Urlaub, die Leute. Die müssen alle in Urlaub. Unglaublich. So, ich werde die Chance in der Zeit mal nutzen, werde ein bisschen forschen. Wir müssen mal gerade gucken. Stereo Sound, Sound Surround. Charakterentwicklung, irgendwas hatten wir doch dann nochmal gehabt, was wir verbessern wollten. Ich weiß aber nicht, ob das hier unter der Forschung war. Große Spiele. Doch, die wollte ich nämlich erforschen, die großen Spiele. Ein Umsatz von über 500.000. Yo, das ist richtig. Und auch hier kriegen wir wieder wahnsinnig viel Kohle rein. Schaut euch das ein. Oh mein Gott, geht das ab. 1 Million, jetzt sind wir schon bei Platin. Los, Solaris Game World. Gut gemacht. Ja, das ist nett von dir. Danke. So, hier geht es natürlich mit Training weiter. Design. Einmal Design Training. Du kriegst ein Training für... Was eigentlich auch Design, ne? Aber wir haben nicht mehr genug Forschungspunkte für die großen Sachen. Dann nehmen wir dieses Training rein. Und dich trainieren wir auch nochmal eine Runde. Dann haben wir die Forschungspunkte alle soweit ganz gut unter. Dir geben wir mal ein bisschen Technologie, würde ich sagen. Wow, okay, also das Spiel hier ist absoluter Burner. So, große Spiele.
haben wir entsprechend jetzt erstellt. Haben leider keine Forschungspunkte mehr, sonst könnten wir da jetzt natürlich noch mal mehr Gas geben. Überleg gerade, wollen wir noch mal, ja, 2 Millionen, das kriegen wir hin. Wir machen mal einen Demo-Film und suchen mal einen weiteren Mitarbeiter. Weil so wie wir jetzt momentan Geld verdienen, ist das natürlich hier der absolute Durchbruch. Wir müssen natürlich nur aufpassen, dass wir nicht irgendwann abstürzen, aber ihr seht ja selbst, die Einnahmen laufen richtig gut. So, 434 Geschwindigkeit, Forschung 126. Das, oh, der sieht gut aus. Der ist mittelmäßig, der auch. Dann würde ich sagen, nehmen wir Beverly. Stellen wir mal ein. So, beschäftige männliche und weibliche Mitarbeiter. Ja, so gehört sich das ja eigentlich auch. Ja, dass wir da viele verschiedene Leute einsetzen. So, die kann ich nicht schon wieder alle in Urlaub schicken. Das steigert sich das. Ich hoffe, das steigert sich jetzt so langsam. Kann ich mich selbst in Urlaub schicken? Nein, kann ich auch nicht. Doof. So, aber die Herrschaften erholen sich alle schon wieder. Das ist ganz gut. So, ich würde sagen, wir werden mal eine Auftragsarbeit suchen. Eine große. Mal gucken, ob wir da jetzt besser zurechtkommen mit. 97.000, 40.000, 40.000, 38.000. Da ist jetzt gar nichts Großes dabei. Dann machen wir das hier. Weil das dürfte relativ gut laufen. Wenn wir jetzt alle hier noch ein bisschen entsprechend gelevelt. Wunderbar. Auftrag ist erledigt und 117.000 gibt es nochmal aufs Konto drauf. Bausimulator wurde vom Markt genommen. Ja, 29 Millionen Umsatz. Das ist natürlich absolut gigantisch. So, und jetzt werden wir mal eine Fortsetzung oder ein neues Spiel. Ich bin gerade überlegen. Ja, das überlegen wir in der nächsten Runde. Für heute war es das erstmal. Wir haben hier richtig gut einkassiert und schon 5 Leute im Team. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen natürlich auch den Schwerpunkt noch ein bisschen auf die Forschung legen, weil ihr seht, wir brauchen immer mehr Forschungspunkte. Und in dem Sinn, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Und tschüss. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert.